Was auch immer Wolf plante, ich musste mich später darum kümmern. Ich hatte neue Infos über Müller. Er war versetzt worden, um den Flakturm am Tiergarten zu kommandieren. Ich improvisiere nicht gerne, aber das HQ glaubte, eine Stelle für den Schuss gefunden zu haben, und sie wollten von einem Flugzeug Pläne und Vorräte abwerfen lassen. Leider hatten die Flieger die Abwurfzone verpasst. Sie hatten den ungünstigsten aller Orte getroffen. Das Dach eines Kirchturms. Es stellte sich mir nur die Frage, wer auf mich warten würde. Die Deutschen oder die Russen? Kein Zweifel, dass die mich erwarten würden. Wölfe greifen an, my Lord! Natürlich. Immer der Kirchturm. Immer wird der Kirchturm getroffen. Natürlich doof. Und ich garantiere, der oben sitzt ein Scharfschütze. Ist immer im Kirchturm. Immer. Naja. Okay, dann versuchen wir uns mal möglichst unauffällig da rein zu bewegen. Oh, da ist schon einer. Mal gucken, wie gut uns das gelingt. Ja, der Panzer hat es aber böse erwischt. So. Und den hat es auch böse erwischt. Ja, ganz alleine hier im Rumlaufen. Da sind mindestens noch zwei. Ah. So viel zu unauffällig. Ich glaube, es ist entdeckt worden. Weil ich den Typen mit dem Helm anscheinend nicht ganz getroffen habe. Naja. Dann geht's jetzt los. Ja, ein Double Kill. Sehr schön. Oh. Alles klar. Den habe ich nur von hinten auf einmal gehört. Oh oh. Okay. Bin in dem Moment ausgewichen. Aber denkbar ungünstige Situation. Dass sie. Der nächste hat uns umgangen. Ah. Wie viele Schüsse die mit der Thompson einstecken, ist unglaublich. Oh, Gott sei Dank. Ein paar Mal getroffen worden. Eigentlich sollten wir gut sein. Aber naja. Ach, jetzt sind die Flagge. Und. Ich sehe keinen Scharfschützen. Nee. Hm. Er war in dem Haus neben der Kirche. Das ist natürlich unerwartet. Aber ich habe auch gar nicht das richtige Fenster abgesucht. Nein. Hier ist aber keiner. Nein. Natürlich. Oh, doch. Hä? Wo war er denn bitte? Ach, hey. In dem Rauch. Den habe ich nicht gesehen. So, naja, dann dürften wir jetzt alles geklärt haben. Brennt der Panzer? Brennt er nicht? Der brennt nicht. Der brennt definitiv. Alles klar. Alles klar, nachdem wir jetzt unauffällig durch diese Straße hier gegangen sind. Ja, da können wir auch rennen. Ich meine, das macht jetzt auch nicht mehr viel. Ach, verdammt. Ja, da kann ja auch nicht alles immer sneaky klappen. Ja, dafür klappt dann die nächste Mission wieder sneaky. Wir machen das immer im Wechsel. Mal laut, mal ein bisschen leiser. Abgesehen davon hat man das ja eh nicht gehört, wegen der Glocke. Jedenfalls die im nächsten Abschnitt sind ja dann wieder nicht getriggert. Versuchen wir es einfach nochmal mit etwas leiser sein. Ja, dem Fenster traue ich da keinen Meter weit. Und dem da genauso wenig. Und da oben auch nicht. Das war nur ein Stein, alles klar. Der Rauch ist natürlich richtig übel, da kann ich mich absolut nicht durchgucken. Hm.
Da kann ich leider nicht hochklettern. Darum gehen wir außen rum. Ganz schnell. Und jetzt wieder leise. Ah, Munition. Und sonst sehe ich hier niemanden. Okay, da sehe ich jemanden. Zwei. Doppelkill? Das war leicht rot. Hat er uns jetzt gesehen oder nicht? Gucken wir mal. Nee, ich glaube nicht. Gucken wir nochmal. Glocke. Hallo. Nee, nee. Er guckt. Guckt so, als wenn er nichts gesehen hat. Ich würde nur einen erwischen. Das war nicht jetzt die Ursache. Ach nee. Okay. Der Schuss mag von dem Glocken, von der Glocke überdeckt worden sein, aber der muss doch aufgefallen sein. Oh. Ach da! Ah, schneller Rückzug. Aber der muss doch aufgefallen sein, dass der umgefallen ist. Das hat jetzt definitiv jeder gehört, weil das war außerhalb eines Glockenschlags. Wobei, theoretisch müsste man ja auch die Leute gehört haben, die zu mir gelaufen sind, Maschinenpistolen auf mich geschossen haben. Ach was. Schießerei nebenan. Ich weiß, dass du da bist. Du bist wahrscheinlich da, wo die Schüsse herkamen. Alle, die mich sehen könnten, liegen hier. Da ist er. Ich weiß, dass du da bist. Ja, ich glaube, wir waren schon einig darüber. Ja. Der Panzer ist, glaube ich, auch noch intakt, weil der hat da einen Benzinkanister. Ja, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Er sieht aber so aus. Gehen wir die Bausen rum. Nochmal. Okay, wenn ich jemanden suche, der gerade Leute von mir umgebracht hat, würde ich mich nicht vor eine Wand stellen. Immer eine blöde Idee. Zumal da draußen der Panzer ist, also der hätte garantiert gesagt, wenn was ist. Ah, jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass er noch intakt ist. Da standen extrem viele Leute noch drumherum. Ja, der Panzer ist gerade hochgegangen. Natürlich bin ich hier nur. Erklärungsversuch. Was tun die beiden da? Und ja, so bewegt sich eine Kugel, wenn sie auf eine Wand tritt. Okay, ich bin gespannt, wie die Deckung aussieht. Okay. Kriege ich nicht mehr. Das war jetzt einer, der hin und her gelaufen ist. Ansonsten habe ich noch niemanden in Deckung gesehen. Und jetzt schießt er gegen den Panzer. Ich glaube, das ist ein Trick von dem. Behaupten immer nur, dass sie in Deckung gehen. Und ich dann ihn von hinten zu erwischen. Vielleicht. Denn? Ist ja wirklich in Deckung gegangen. Okay, Bunker ist nichts. Ich habe einen gerade am Fenster gesehen. Da haben sie getan, als wenn er da lang geht. Okay, Erklärungsversuche für dieses Verhalten. Was auch immer. Okay, ja, wir gehen jetzt ganz nah an dem explosiven Fass vorbei, weil das tut man so.
und gucken auf keinen Fall auf das Fenster, wo gerade noch der Typ rausgeguckt hat, den wir gesehen haben. Weil das tut man so. Nicht mal die im Haus sind getriggert. Gute Wachposten gucken übrigens nie zur Tür, sondern in die Ecke des Raumes sehen. Ja. Ist eine schöne Ecke. Okay. Scheint der letzte gewesen zu sein und da auch keine Kreisschwelle gerannt sind, ist definitiv der letzte. Weil man unten nicht lang kann. Aber sollten wir nicht zur Kirche? Die Kirche ist ja rechts. Warum gehen wir links? Das ist auf jeden Fall der einzige Weg. Ja. Da ist keiner drin. Hat mich da gerade was von links gesehen? Aber da ist niemand. Oder durch das andere Fenster auch? Hm? Von wo? Wo ist... Ja, mal suchen. Ach, schon gut. Schiss, der sich irgendwo versteckt. Wo bist du? Ja. Okay. Links. Okay, der Schuss war ja voll daneben. Halt an! Ehrlich! So.